Kannst du es nochmal wiederholen? Das Are we ready? Mein Ponytail ist so tight, dass wenn ich nicht spreche, ich merke, wie das so bumm, bumm, bumm. Oh Gott, alles für Ariana. Aber ich bin halt nicht so gut in sowas. No? Es geht um Ram Beauty. Ihr habt richtig erwartet, es war eine Katastrophe. Ich saß im Taxi, als es gedroppt wurde und ich zu Sebastian, Sebastian, alles bestellen. Und er so, okay, erledigt. Naja, also ich habe am 12.11. bestellt und wir haben heute den 22. Dezember. Und dann war, weiß ich schon, so auf Twitter, und ich habe mir keine Videos angeguckt, hat mich ehrlich gesagt jetzt auch nicht so interessiert. Aber auf Twitter habe ich hier und da von den Leuten, die ich folge, dann auch so in meiner Timeline eben Sachen gesehen, dass da halt auch schon ein paar ein bisschen confused waren aufgrund der, ja, dass die Sachen nicht rauskamen, dann auch Produkte gefehlt haben und so. Nee, egal, okay. Und ich dachte schon, das Ding geht zurück, das kommt nicht mehr und was weiß ich. Und ich wurde, Hatti, wann kommt Ram? Hatti, teste Ram. Hatti, mach mal Ram. Und ich so, Leute, I know. Auf jeden Fall. Ram Beauty gehört zu Ariana Grande. Das ist eine Sängerin, wie ihr wahrscheinlich sowieso kennt. Und die jetzt auch ein Make-up-Label gegründet hat. Ich frage mich, welches fette Unternehmen dahinter steckt oder ob das so ihre Leute machen. Auf jeden Fall spannende Frage, kriege ich vielleicht sogar noch heraus. Auf jeden Fall ist das Zeug da und ich bin gespannt. Also ich habe es eigentlich nur für euch gekauft, weil ihr so oft danach gefragt habt. Ich kann weder mit Ariana Grande was anfangen, noch hat mich das Label irgendwie excited. Wir hatten das Thema erst, weiß nicht, war es auf Instagram, in einem Live, glaube ich. Hatti, was hältst du davon, dass so viele Stars jetzt? Meinte, Leute, holt mich nicht ab. Ich bin dann immer lieber so bei den Leuten, die wirklich so aus eigener das halt machen, wisst ihr, wie ich meine? Da ist einfach ein bisschen mehr Aufregung für mich persönlich da. Ansonsten Ariana, ich höre ihre Musik nicht, ist nicht so ganz mein Ding, aber ist eine tolle Sängerin, auf jeden Fall. Ich wurde mal von einem Kunden auf ein Konzert eingeladen und da hat sie nicht so einen guten Eindruck gemacht, finde ich. Also sie kam erstens ultra zu spät und dann hat sie ständig gekichert zwischen den Songs und sie so, ja, mir fällt nicht mal ein Song ein. Ja, la 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 la. Und das ging halt voll viele Songs und dann dachte ich mir, wow, also wenn ich jetzt ein krasser Fan wäre, so viel Geld für ein Ticket bezahlt habe und die kichert da, also so, hat so ein bisschen die Ernsthaftigkeit gefehlt. Also ich habe früher viele Konzerte besucht, Beyoncé, Amy Winehouse, Rihanna, Alicia Keys, Nelly Furtado, Sade, wirklich alles durch. Und die waren halt nicht so. Na, und irgendwann klebte ihr Haar im Gloss so. Sie hat versucht halt, sie hat es nicht wegbekommen, was ja auch okay ist. Und dann hat sie versucht, einen ihrer Tänzer darauf aufmerksam zu machen. Und irgendwann hat sie so gemacht, voll aggressiv. Und ich dachte so, oh mein Gott, was passiert hier gerade? Ja, war jetzt für mich nie so Dings, aber okay. Das mal kurz als Intro. 10 Stunden halt auch später, ne? Ram Beauty nur für euch, liebe Leute. Fangen wir mit dem Packaging an. Es ist ein sehr, sehr helles Grau. Sieht außen erstmal so aus. Sehr, sehr schlicht, was ich sehr schön finde. Hier ist so Ram Beauty eingestanzt sozusagen. Und dann steht hier immer in weiß, welches Produkt das ist und wie viel Milliliter und so. Und dann gibt es aber noch die weiße Variation davon. Also ich weiß nicht warum, da es jetzt solche Unterschiede gibt. Ich habe mir 3 Highlighter bestellt und zwar sind das die Interstellar Highlighter Topper. Packaging haben wir ja geklärt. Meine Base ist geschminkt. Ich habe einen Bronzer drauf, aber noch keinen Blush oder Highlighter, weil Highlighter habe ich ja hier bestellt. Und ich fange auch direkt mit den Farben an. Das ist ja Mama Earth. Das Packaging außen sieht so aus, so ein bisschen UFO-mäßig. Also ihre ganze Geschichte geht ja so in dieses Weltall, Interstellar, Planeten und so, was ich sehr cool finde. Ich bin erstaunt, wie krass günstig das Packaging ist. Also wenn ich daran denke, die Drogerie hat oft dieses richtig dünne Kunststoff, das hat mich ein bisschen erschrocken, finde ich so. Ich dachte so, boah, gerade die Stars, die haben ja die Kohle, dass sie da halt immer so das Krasseste rausholen. Und ihr habt die Farbe dann immer hier oben nochmal. Das ist Mama Earth. So sieht der Highlighter aus, kommt mit einem Spiegel. Und ihr habt hier so eine Welle in dem Produkt drin. Das Grün sieht sehr, sehr spannend aus. Ich finde cool, dass in der Kollektion Farben sind, die total außergewöhnlich sind. Hätte ich mir wahrscheinlich nicht gekauft, weil ich es nicht tragen würde. Aber doch, für so ein Video finde ich es ganz cool. Und für bestimmte spacige Special Looks, auch für Instagram oder so. Oder wenn man einfach Spaß haben will, finde ich es sehr, sehr cool. Oder eben für Leute, die sich wirklich eben in diese Richtung schminken. Also man muss ja auch immer davon ausgehen, dass es nicht immer nur um einen geht, um seinen eigenen Geschmack. Und man ist ja immer so natural und so ein Gedöns. Es gibt Leute, die brauchen genau das. Und das finde ich cool. Die andere Farbe, das ist hier oben, ist The Sun. Und was ich schon krass finde, dieses Packaging ist schon total abgeranzt.
Also wahrscheinlich durch die Lagerung, ich weiß es nicht. Also hier ist es noch fast ganz. Ja, hier vielleicht noch mehr. Also es ist so, als würde das so richtig rumgerieben. Also es ist voll krass, voll schade irgendwie. Also ich finde es nicht schlimm, weil ich pack das aus, schmeiß es weg und so. Ja. Und hier sind 8 Gramm drin pro Produkt. This is the sun. What? Also das ist ein klassisches Gold, wirkt auch ein bisschen grün, also wenn ich so reingucke, aber es ist Gold, ich bin sehr gespannt. Und dann habe ich noch dieses Lavendel mitgenommen. Das ist Miss Neptune, das ist dieser Lavendelton, changiert so ein bisschen ins Blau, Lila, auch sehr, sehr spannend. Hier nochmal alle 3 Farben, ist schon spacig, aber finde ich irgendwie auch cool. Ist auf jeden Fall eine pudrige Textur, fühlt sich erstmal butterweich an. So ein richtig wie so ein mintiger Eyeshadow. Bin gespannt, wie es auf der Haut ist. Also wenn es zu metallisch ist, mag ich persönlich ja nicht mehr so gerne. Aber wir gucken einfach. Ist schon irre, ne? Also der Highlighter ist schön. Der ist schon pigmentierter, würde ich sagen. Also meine Haut scheint nicht mehr durch, sondern das ist halt eben, das Pigment liegt auf der Haut, aber gibt auf jeden Fall einen richtig schönen Glow. Aber man hat halt das Grün. Also wenn ich hier gerade ausgucke, sieht das aus, als hätte ich hier so einen blauen Fleck. Ich weiß nicht, ob wir das auch erkennen können. Aber wenn ich hier so bin, dann sieht es natürlich schön grün aus. Aber Fakt ist, dass wir meistens so stehen und dann in der Bewegung. Ja, also ich sehe mich das halt im Alltag nicht benutzen. Aber eben für coole künstlerische Looks auf Instagram kann ich mir das auf jeden Fall schon geben. Ist halt die Frage, trage ich sowas nicht? Kaufe ich dafür extra einen Highlighter? Vielleicht habt ihr ja eine große Lidschatten-Kollektion und da gibt es so ein Minty-Mint. Textur ist schön, so wie sich das verblendet hat, ist auch schön. Ich mag trotzdem so, wie es aussieht. Also da kann ich wirklich nichts sagen. Dann nehme ich auf jeden Fall Miss Neptune. Da bin ich sehr gespannt. Also einen grünen Highlighter hat man ja wirklich nicht gesehen. Aber lila gab es schon. Das ist auch cool. Ist schon crazy, ha? Huh? Ist übrigens mit einem Swipe, ne? Da hat man auf jeden Fall schon krass Glow. Boah, Leute, heftig. Hier grün, hier lila. Auf jeden Fall coole Sache, wirklich keine Frage. Muss jeder für sich entscheiden. Ich mag die Highlighter, also wenn es jetzt in alltäglicheren Farben wären, also die dann auch zu der jeweiligen Hautfarbe passen würden, wäre es natürlich cooler, weil die Formulierung eben richtig cool ist. Aber ja, mit so crazy Farben, I don't know. Also man sieht das halt hier im Grün natürlich noch krasser als bei dem Lila. So, next step ist, man muss immer genau gucken, welches Produkt man nimmt. Das war gar nicht so einzusehen. Als ich das Paket auch beim Zoll aufmachen musste, man muss das Paket ja selber aufmachen und dann muss man die einzelnen Produkte rausholen. Und dann gehen die mit der Liste durch, was da halt drin ist. Und ich so, oh Gott, ich habe keine Ahnung, was ist das? Und hinten steht es auch, glaube ich, auf Französisch. Und ich hatte ständig das Französisch und ich so, oh Gott, was ist das? Ich war komplett lost. Okay, ich habe mir auch bestellt 3 Liquid Eyeshadows. Gleiche Prinzip wie bei den Highlightern. Also man hat hier oben erstmal schon mal einen groben Farbeinblick, worum es geht. Also um welche Farbe. Das ist jetzt Science Fair. Und so sieht das Packaging aus. Wir haben hier einmal ein Kunststoff-Packaging, durchsichtig. Das heißt, man sieht gleich die Farbe und mit einem weißen Deckel und mit Silber Ram Beauty. Ich swatche euch jetzt alle 3 Farben. Ich sage euch einmal nochmal was zum Applikator. Das ist ein super kleiner Applikator, so ein Schwammapplikator. Das ist die Farbe As If. Super krass pigmentiert, also wirklich richtig heftig. Also mit so einem Swipe. Und das ist matt. Geht so ein bisschen ins Rot. Fast wie meine Nägel, oh mein Gott. So ein bisschen so braunrot. Auf jeden Fall coole Farbe. Kann mir vorstellen, das als Lidschattenbase so ein bisschen ausgeblendet mit anderen Farben on top. Dann haben wir die Farbe Science Fair. Das ist dieses metallische Lila. Das ist nicht so deckend. Das sieht man natürlich gleich im Vergleich. Ist immer diese Rot-Brauntöne sind super einfach. Alles, was ins Lila-Blau geht, ist immer super schwierig und oft auch fleckig. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das changiert so ein bisschen ins Blaue, Lilane. Dann habe ich die Farbe Milky Way. Das ist so ein richtig tiefblau und changiert auch in Lila, Grün, Blau. Also die Reflexe in diesem Pöttchen gehen wirklich gefühlt in alle Farben. Also auch total irre. Ich bin mit meiner Auswahl sehr zufrieden. Auch die Swatches gefallen mir sehr gut. Hier ist die Frage, wie halten sie auf dem Auge? Ich stelle euch jetzt nochmal kurz die Lidschattenpalette vor und dann entscheide ich, wie ich was schminke, wie ich was kombiniere. Sie hat auch einzelne Lidschatten. Ich weiß nicht, ob ich das mitbestellt habe, ob ich das vergessen habe, Sebastian zu sagen oder ob es in der Bestellung jetzt fehlt. Ich erinnere mich nicht mehr. Ist ja halt auch schon lange her, ne? Das ist die Ram Beauty Midnight Snack
Lidschattenpalette. Da sieht das Ganze so aus, also auch so ein bisschen UFO-mäßig. Nochmal hier Highlighter und hier die Lidschattenpalette. Ist ein Kunststoff-Case, kommt mit einem Spiegel und das sind die Farben. Es erinnert mich so ein bisschen an Byredo Make-up. Das Video verlinke ich euch hier oben. Das habe ich auch erst vor ein paar Wochen gemacht, gar nicht lange her. Geht ziemlich in die Richtung. Also wir haben hier schon so Fallout, ist alles nicht schlimm. Alles kein Weltuntergang, sehe ich bei allen Produkten. Farbkombi, schwierig. Irgendwie finde ich das ein bisschen underwhelming. Ist jetzt nicht so, oh, krass. Gucken wir mal, was bei Rem Beauty Instagram so abgeht, wa? Die Looks sind sehr natürlich. Alles, was die auf ihrem Instagram hochladen. So ein bisschen angelehnt, denke ich, an Arianas eigenen Look. Sie ist ja doch zwar immer Full Face, aber dann doch eher natürlich mit einem Pop of Pastel mit Graphic Linern. Das ist für mich Ariana, keine Ahnung. Halt immer so in die Richtung. Okay, also alles sehr, sehr soft, sehr so glowy. Hat mir das jetzt geholfen? Nicht wirklich. Was mache ich? Ich muss ja irgendwo anfangen. Ich nehme jetzt erstmal meinen Lidschattenprimer. Dieser ist von Anastasia Beverly Hills. Funktioniert immer. Klassiker. Ach so, beim Zoll muss ich übrigens nochmal Zollgebühren bezahlen von 82 Euro. Also 82 Euro war die Endsumme, Gesamtsumme, aber es setzt sich zusammen aus den Zöllen und der Umsatzsteuer aus Deutschland. Dankeschön. Bitteschön. Weißt du Bescheid. Also war auf jeden Fall eine teure Bestellung, kann ich so schon mal sagen. Ob sich das hier lohnt hat, wissen wir noch nicht. So, ich gehe in diesen Mauve-Ton, Alt-Rosa-Ton. So ein bisschen schon ziemlich gräulich. So, ich sag dazu auch immer tot. Diesen Mauve-Ton nehme ich. Könnt ihr, ich gehe mit dem Pinsel rein und es wühlt sich stark auf. Finde ich persönlich überhaupt nicht schlimm. Ich sage das immer nur als Info, weil das für manche Leute absolut, keine Ahnung, schlechtes Produkt. Keine Ahnung, wie das sich entwickelt hat. So, die Farbe platziere ich mir jetzt erstmal in meinen Außenwinkel. Also das ist die Farbe mit dem ersten Swipe. Also es ist schon eine leichtere Farbe. Und ich baue die Farbe wirklich Stück für Stück auf und gehe wirklich bis hier innen rein und versuche das so gut wie es geht auszublenden. Das ist die Farbe nach mehrmals Aufbauen und Ausblenden. Also es ist eine schöne Übergangsfarbe, finde ich. Ich baue das jetzt für mich einfach nochmal so ein bisschen auf und blende es noch ein bisschen mehr aus, bis ich happy bin oder in die Richtung gehe, wo ich hin will. Das hat gut geklappt. Man kann die Farbe auch richtig schön ausblenden. Ich habe das jetzt sogar hier rausgezogen und so ein bisschen in die Highlighter ausgearbeitet, weil ich das irgendwie ganz cool fand. Das hat mich hier so ein bisschen hingezogen, weil das ja so lila ist und dachte ich, oh, weiß, komm hier. Einfach mal rein da. Dann ist hier, ich weiß mal nicht, wie ich diese Farbe beschreiben soll. Das ist so ein braun, lila, Aubergine. Geht irgendwie so in so einen Mix mit rein. Ist auch ein matter Lidschatten. Und das ist die Farbe auf meiner Haut. Farbe nehme ich mit dem gleichen Blenderpinsel auf und die platziere ich direkt in meine Lidfalte, also so ein bisschen weiter unter der ersten Farbe. Ich tupfe das jetzt erstmal so auf, um wirklich maximal Pigment auf mein Lid zu bekommen. Das ist die erste Schicht, so tap, 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 tap. Auch die Farbe hat gut funktioniert, sie verliert so ein bisschen an Kraft, aber man kann sie gut aufbauen. Und dann auch wieder gut ausblenden. Ich habe mir jetzt nochmal so einen großen, fluffigen Pinsel genommen. Und hier ist eine sehr, sehr helle Shade, fast schon weiß, so ein Bone. Würde ich sagen, ist auch matt. Sieht eigentlich aus wie so ein Translucent Powder. Das ist das. Und damit blende ich jetzt nochmal hier oben alle Farben aus. Und das kann dann auch so ein bisschen meine Highlight-Farbe sein. Das passt auch, finde ich, so zu Ariane. Mir fällt es so schwer, diesen Namen auszusprechen. Ich habe letztens mit irgendwer gesprochen, nicht so Ariane. Und ich so, die hat ja oft immer so eine sehr helle Lidschattenfarbe, also könnte man auch so ein Cut-Crease machen. Man hätte auch zum Beispiel nur diesen Mauve-Ton nehmen können, so schön ausblenden und dann die freie Lidfläche einfach komplett damit setten. Sowas hat sie auch immer sehr oft. So sieht das Endergebnis aus. Wir haben jetzt viele Möglichkeiten. Ich könnte zum Beispiel diesen hellen Lidschatten nehmen und wirklich damit so die Base setten. Dann hätten wir so dunkel und dann eine helle Lidschattenfarbe. Also wir haben einige Möglichkeiten. Was ich jetzt, glaube ich, mache, ist, ich nehme mal diesen Ton hier und ich überlege, mache ich diese lila Base erstmal da drunter, gucke ich, wie die Shade alleine funktioniert. Ich weiß es nicht. Ich habe irgendein Haar, was mich in den Wahnsinn treibt. Okay, wir gucken mal, was
dieser Lidschatten kann, das ist ein metallischer Ton. Boah, ich dachte, das wäre lila, aber es wirkt hier jetzt doch recht blau. Ja, blau, lila, schwer zu sagen. Also so ein bisschen blau, ein bisschen lila. Ich nehme das mit einem sauberen Synthetikpinsel auf. Ich gucke erstmal, was die Farbe von alleine kann. Es kommt erstmal gut Produkt auf den Pinsel. Und das presse ich mir hier auf mein Lid. Aber das klappt ja so schon richtig, richtig gut. Bauen wir auf jeden Fall noch ein bisschen auf. Das ist das Blau von ganz alleine. Wirkt erstmal ein bisschen stumpf, aber ich finde, wenn man das immer mit dem Pinsel aufträgt, kommen die Farben immer so stumpf raus. Ich nehme es jetzt nochmal mit meinem Finger auf und intensiviere die Farbe nochmal. Und ihr seht gleich, boom, da passiert mehr. Ja, ich überlege, dadurch, dass es jetzt so tiefblau ist, ist das Lila nicht mehr tief genug. Hier ist noch so ein Schwarz, ja, so ein Anthrazit mit viel Silberschimmer drin. Das ist die Farbe, ja, so ein Schwarz, Anthrazit, so ein Misch und mit Silberreflexen drin. Das nehme ich jetzt mal mit so einem semi-flachen Lidschatten, semi-Blenderpinsel auf. Und die Farbe platziere ich hier in meinen Außenwinkel und blende das jetzt ein bisschen in das Blau rein. Ich habe ein bisschen Fallout, deswegen habe ich mir jetzt noch mal ein bisschen Puder draufgepackt. Jetzt ist es leider schon eingezogen. Ich mache jetzt mit diesem Liquid Eyeshadow weiter, und zwar Milky Way. Das ist ja dieses blau-lila, was ich so schön fand. Und ich versuche mal, dass, ja, ich nehme das mit diesem Blenderpinsel auf. Der ist nämlich auch so ein bisschen wuschig, so ein bisschen lost. Und tupft es jetzt on top. Interessant, die fühlen sich so ein bisschen serumartig an. Es ist so, ja, so nass und ölig irgendwie. Hier oben muss ich gleich nochmal nachblenden, aber ich lasse es jetzt erstmal trocknen. Also wir haben jetzt einfach nochmal ein bisschen mehr Glow, Glitter auf dem Lid, aber jetzt noch nicht so wusch. You know? Probieren wir doch einfach das Lila auf dieser Seite auf, aber diesmal ohne Lidschatten-Base darunter und gucken, was die Farbe von alleine kann. Das ist die Farbe Science Fair. Das ist ja dieses hellere Lila Lavendel. Und da gehe ich wirklich diesmal direkt mit dem Applikator rein. Ja, also das Lila schiebt man so ein bisschen hin und her. Dann entsteht hier ein bisschen ein Flecki. Die Haut scheint durch, dann gehe ich da wieder rüber und dann da und so weiter. Jetzt keine wirklich besonders krassen, kreativen Looks geschminkt. Ziemlich basic, aber einfach, dass man mal einen Einblick in die Farben und so hat. Ja, die Haut scheint an manchen Stellen durch. Ich weiß nicht, ob ihr das über die Linse überhaupt erkennen könnt. Das ist nicht ganz so. Versuch mal mit noch einer Schicht drüber zu gehen. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Diese Liquid Eyeshadows neigen dazu, dann irgendwann auch zu bröckeln, leider. Oder man arbeitet wirklich mit einer Lidschattenbase drunter, so wie ich es auf dem Auge gemacht habe. Bei dem Liquid Eyeshadow kann ich sagen, coole Sache. Ich finde die zum Beispiel von Stila besser. Da habe ich so viele Farben mittlerweile. Die sind wirklich richtig crazy. Crash, boom, bang. Also das ist wirklich Explosion auf dem Auge. Das sind die Looks, mit denen ich jetzt erstmal rausgekommen bin. Hat alles gut geklappt. Ich kann nicht sagen, dass irgendwas in irgendeiner Art und Weise schlecht war. Es ist jetzt aber auch nichts, wo ich sage, oh mein Gott, total anders, total krass. Außer jetzt die Highlighterfarben, wo ich sage, okay, so in die Richtung haben wir schon gesehen. Grün habe ich jetzt persönlich nicht gesehen, aber vielleicht, weil ich noch nie so ein Auge da drauf hatte. Gute Qualität, aber nichts, was ich nicht schon habe oder gesehen habe. Ich habe jetzt nochmal den Highlighter genommen mit so einem Pencil Brush und gebe mir das als Inner Corner Highlight in meinen Innenwinkel. Ich habe das jetzt ein paar Mal aufgebaut und jetzt sprühe ich das nochmal final an, damit das auch wirklich richtig rauspoppt. So, das ist angesprüht. Da poppt es auf jeden Fall ein bisschen mehr. Das finde ich immer ein bisschen cooler so. Ich finde die Farben so flach. Also mir fehlt wirklich so ein bisschen hier sowas, weißt du? So dieses, ah, so ein, weißt du, so buh. Also wenn man schon so Interstellar-mäßig drauf ist, finde ich, fehlt mir da einfach so ein bisschen Pop. Dann habe ich von Rem Beauty den Kohl Eyeliner Pencil So Matte. Das sieht so aus. Also wir haben es hier einmal in weiß. Okay. Man muss auf jeden Fall ein paar Mal rüber. Ziemlich weiß. Hatte ich schon lange nicht mehr, um ehrlich zu sein, aber finde ich cool. Also hat gut funktioniert. Wenn man ein paar Mal drüber geht, dann bekommt man das wirklich richtig schön weiß hin. Ist ein weißer Kajal, keine Ahnung. Also gibt Farbe ab, kann dazu nicht mehr sagen. Dann haben wir den At the Borderline Eyeliner Marker in Midnight Black. Hier sieht das Packaging so aus. Kommt mit einem Schwammapplikator, so ein, ja, so Filzstift-mäßig. Die Mine ist sehr weich, aber nicht so
ultra beweglich, was ich sehr gut finde. Ich kann mir vorstellen, dass man damit wirklich schöne grafische Liner auch ziehen kann. Liner funktioniert einwandfrei, ist richtig schön, schön schwarz. Kann ich auch nichts weiter zu sagen. Du hast übrigens die Mascara zweimal bestellt. Na, kann ja nicht nur immer dir passieren. Mascara musste mit. Und zwar ist es die Volumizing Mascara in Midnight Black. Das Packaging sieht hier so aus. Finde ich auf jeden Fall ziemlich cool und spannend. Geht so ein bisschen hier in die Lidschatten-Ecke. Auf jeden Fall cooles Packaging in so matt Silber. Wir haben hier einen sehr kurzen Applikator und es sind Bürsten. Wir haben hier einmal eine längere Fraktion ganz vorne, dann entsteht eine Lücke und dann Mittelstück, Lücke und dann so ein Endstück. Also es ist so geteilt. Es wirkt so dick und cremig. Macht auf jeden Fall erstmal einen guten Eindruck, finde ich. Also so vom Feeling. Also ich finde die Mascara so vom Auftrag gar nicht schlecht. Also das Feeling, die Formulierung gefällt mir, aber sie ist halt nicht wasserfest und sie hält nicht. Also hier ist es schon komplett unten und hier sackt es Stück für Stück immer mehr runter. Also so Feeling, voll nice, aber halt nicht für meine Wimpern. Dann gab es auch Lashes, liebe Leute. Unglaublich. Und zwar die Ram Dream Lashes. Sind 4 Mink Lashes. Also einmal nochmal kurz zu den Wimpern. Die sind vorne sehr fein und ausgefächert und werden hier hinten dichter und noch ausgefächerter. Also so richtig so sehr Volumen und auch sehr, sehr viel Länge. Das sind die Lashes. Also wenn man sie so ein bisschen nicht um das Auge legt, sondern so ein bisschen schräg. Das erlaubt übrigens der Eyeliner, weil das ja so die Unterfläche eben schwarz ist, kann man so ein bisschen faken und die dann mehr so gerade aufkleben, also entlang des Lidstriches, dann kriegt man so richtig schön verlängerte Augen, so Cat-Eye-mäßig. Aber die Wimpern gefallen mir gut, also ich finde, die sind schön fein, dünn, auch das Bändchen, also das sieht man zwar, das ist so ein bisschen durchsichtig, aber das sieht man dann trotzdem. Aber das kann ich ja gleich nochmal säubern, kaschieren und so. Mache ich gleich. Ich lasse das jetzt einmal kurz sitzen. Dann habe ich ein Plumping Lip Gloss mitgenommen. Das ist einfach, ja, ein Clear Gloss. Und ich dachte, ja, warum nicht? Ich mag Glosse. Ich finde es immer cool, wenn die so juicy sind. Das ist so ein bisschen Throwback. Ja, so ein Typchen und dann hier so, weißt du? Oh, der fühlt sich ja wirklich nice an. Der ist richtig so fett und... Okay. Reichhaltig. Plumping. Das brennt jetzt schon. Oh, wow. Also der prickelt gut. Ich mag den Gloss voll gerne, muss ich wirklich sagen. Also es ist zwar nur clear, aber so on top von voll vielen Sachen oder auch so, wenn man gar nicht geschminkt ist und nur Gloss. Das gefällt mir richtig gut und prickelt wirklich ordentlich. Also muss man mögen, ne? Also das ist nicht so wie hier Dior Lip Maximizer, so ein bisschen... Ich merke den schon Lip Maximizer gar nicht mehr, aber das zeigt gut. Finde ich gut. Weil wir ja auf Schmerz stehen, habe ich mir noch einen Gloss mitgenommen. Und zwar den Plumping Lip Gloss in Chucky. Siehst du, sowas hätte ich mir als Lidschatten gewünscht. Weißt du? Also da sieht es jedenfalls so aus. Das ist das erste, das ist das zweite. Die Farbe ist nice, Leute. Wow. Ja, das, Leute, das sowas. Noch glitteriger so. Here we go. Oh, so eine... Lipglosse machen immer richtig schöne, schmale Lippen. Also, und das schmeckt nach Minze. Das ist klebriger, das ist nochmal flüssiger. Das ist wirklich... Oh, habt ihr die Fäden gesehen? Das ist natürlich ein bisschen unsexy, wenn man so... I love you und dann so... voll die... Sapperfäden. Oh Gott, Leute. What's happening? Also, ich sag mal so, solo würde ich den niemals tragen. Ich würde und also einmal drunter so ein Liquid Lipstick packen, so einen schönen lilanen oder so, oder so ein rosa und das dann on top. Aber das ist jetzt halt auch nichts, was wir nicht hatten, weißt du, wie ich meine? Ich wollte euch gerade eine Alternative zeigen. Urban Decay hatte sowas und anscheinend habe ich den aufgegeben aus meiner Sammlung. Wahrscheinlich, weil ich es einfach nicht trage und ja. Und ich so, kaufe ich mir halt nochmal eins, weißt du? Nice. To have oder so, I guess. Keine Ahnung. Ich würde es jetzt nicht benutzen. Höchstens, wie gesagt, als Topper. Also Lippenstift habe ich mitgenommen. Das ist hier verpackt und nochmal in Kunststoff verpackt. So, warum halt auch? Also wieso? Das sind so Ressourcen, die kann man, auf die kann man so gut verzichten. On Your Color Matte Lipstick Bubbly. Das ist so ein richtig schönes, rosanes Matt. Guck mal hier. Und richtig gut pigmentiert. Das geht wie Butter über die Lippen und ist auch wirklich richtig schön pigmentiert. Und schöne Farbe. Das ist übrigens das Packaging. Das ist wie so ein Astronaut. Also der Deckel ist magnetisch. So ein Guckglas. Voll cool, oder? Finde ich süß. Also es ist nicht so matt. Das ist so ein Satin-Matt, würde ich sagen. Also es hat so eine leichte Seidigkeit mit drin, wenn ihr wisst, was ich meine. Und jetzt kann ich mir zum Beispiel vorstellen, on top diesen richtig prickelnden, klaren Gloss aufzupacken. Oder jetzt zum Beispiel diesen hier so ein bisschen.
Dann hat man immer noch so ein bisschen. Die Review hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ihr jetzt ein paar Infos für euch mitnehmen konntet. Für mich hat alles gut funktioniert. Ich hätte, habe euch ja durch das Video gesagt, hier hätte ich mir vielleicht das oder hätte mir das vorstellen können. Aber es ist halt immer nur persönlich und auch Geschmackssache. Ja, keine Ahnung, für mich. Ja, nice to have. Ich mache das immer gerne für euch. Aber ich habe hier jetzt kein Produkt, wo ich sage, oh mein Gott, das hat mein Leben verändert. Das ist nichts dabei, was ich nicht in irgendeiner Art und Weise schon habe. Auch die Farbkombinationen sind jetzt nicht, wo ich sage, oh, das brauche ich. Weil manchmal gibt es ja so Paletten, wo man sagt, oh mein Gott, das ist total krass, die will ich unbedingt haben. Das hatte ich hier jetzt auch nicht. Das einzig Coole, wo ich sagen würde, tanzt so ein bisschen aus der Reihe, sind jetzt die Highlighterfarben, also dieses Grün oder halt dieses Lila. Ich trage es jetzt nicht, also ich bleibe dann bei meinen klassischen Gold-Champagner. Ja, so dieses Cream und so ein Gedöns. Auch nur persönlich, weil es gibt auf jeden Fall Leute, die brauchen dieses Crazy und Ausgefallene und ne, dann finden die da halt auf jeden Fall was. Ich sehe mich da selber jetzt nicht nochmal, dass ich da bestellen würde, es sei denn, da wäre jetzt ein Produkt irgendwann in der Zukunft, was so, oh, krasse Palette oder krasses Produkt, weil es ist einfach unfassbar teuer gewesen, auch mit dem Zoll und so. Manchmal hat man ja trotzdem Brands, da bezahlt man eben den Zoll. Das habe ich ja auch so bei Beautylish und so, da mache ich das auch gerne. Aber hier war das jetzt so, okay, cool. Also definitiv. Wie gesagt, ich hoffe, dass ihr was mitnehmen konntet. Ansonsten findet ihr hier zwei weitere Videos. Hier könnt ihr mich super gerne abonnieren und supporten. Vielen Dank dafür. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Reinschalten, sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch.